Herzlich willkommen zu meiner Vorstellung von OwnCloud, ein einfaches und sicheres File-Sharing-System. Ich freue mich sehr, dass ich hier heute auf dem Linux Presentation Day präsentieren darf. Mein Name ist Klaas Freitag. Ganz kurz war das, denke ich wohl, das Projekt OwnCloud kennengelernt von Frank Halitschek und habe den dann von Anfang an dort eigentlich mit eingestiegen und habe da angefangen. Zum Projekt OwnCloud vielleicht. Wir haben inzwischen eine schon längere Geschichte. Manche kennen das. Wie gesagt, ist die Community aktiv seit mindestens seit 2010. Ich habe da auf jeden Fall in dem Jahr angefangen, den Desktop-Client für File-Synchronisation zu schreiben. Da gab es noch gar keine Firma. Wir haben etliche Releases des PHP-basierten Servers hinter uns mit vielen Applikationen, mit Integrationen und verschiedenen APIs mit verschiedenen Enterprise-Anwendungen. Es gibt Clients für Mobilplattformen, es gibt den Desktop-Client, wie gesagt, für Linux, macOS und Windows und so weiter. Wir haben einiges da erlebt bereits, auch ein Fork, wie viele ja wissen, was halt so dazu gehört zu solchen Projekten mit Geschichte. Zu der Firma ganz kurz. Die Firma ist in Nürnberg, hat so um die 60 Mitarbeiter. Wir sind eben seit gut 10 Jahren aktiv, versorgen Kunden eben mit Support, mit Lösungen, mit Enterprise-Features, bieten an eben Services direkt im OwnCloud. Unser Anspruch dabei ist eben private Cloud auf Enterprise-Niveau anzubieten, um eben eine Alternative zu sein zu Public Cloud und eine Sicherheit und diesen anzubieten für On-Premise-Installationen und so weiter. Worüber ich heute reden möchte, ganz besonders, ist unsere neue Plattform OwnCloud Infinite Scale. Wir haben diese Woche die erste Beta-Version veröffentlicht, worüber ich sehr stolz bin. Nach mehreren Jahren Entwicklung haben wir diese Woche eben angefangen, damit mit einer stabilen Version in der Beta herauszugehen. Und darüber möchte ich heute erzählen. Ganz kurz, was ist das eigentlich? Wir haben eine Open-Source-Software geschrieben, die anders als die bisherige PHP-basierende Lösung OwnCloud eben sich deutlich in den Cloud-Native-Bereich bewegt. Eine sogenannte Data-Plattform stellen wir da dar. Was bedeutet Cloud-Native in diesem Fall? Es ist einfach so, dass sich Deployment und Betriebsbedingungen für Software in den letzten Jahren verändert haben. OwnCloud ist gestartet als klassische LAMP-Anwendung, die eben auf Linux mit einem Apache-Webserver und so weiter zu starten war, mit einer Datenbank im Hintergrund. Heute sind wir eher bei cloud-basierten Installationsmethoden, Deployment-Methoden. Da spielt Docker eine Rolle, da geht es um Kubernetes, um virtualisierte Umgebung. Das darf man nicht verwechseln mit damit, dass man das nur in sogenannten Public Clouds betreiben kann, also Amazon oder solchen eher als nicht sicher verdächtigten Plattformen, sondern diese Methodik kann man auch on-premise haben und kommt dann aber in den Genuss von einfacheren Skalierungen, günstigeren Hosting-Möglichkeiten und dem wollten wir eben Rechnung tragen. Ich komme auch noch später darauf zurück, warum wir das neu geschrieben haben. Wir haben dann dazu eine komplett neue Web-Applikation geschrieben. Auch da waren wir so ein bisschen in die Jahre gekommen. Das Ganze ist aber nach wie vor kompatibel zu den Desktop- und Mobil-Clients, die wir haben. Und wie gesagt, ist es als Beta-Version verfügbar. Was sind die Funktionen? Also was sieht der Anwender daran? Denn eigentlich ist OwnCloud und auch Infinite Scale weiterhin eine Serveranwendung oder ein verteiltes System zum sicheren Verwalten der unstrukturierten Daten. Unstrukturierte Daten sind Dateien im Wesentlichen. Der Unterschied zu strukturierten Daten ist, strukturierte Daten wohnen meistens in Datenbanken und folgen einem bestimmten Format, einer bestimmten Klassifizierung. Unstrukturierte Daten sind einfach Bilder, Texte,
Word-Dokumente, was immer so anfällt. Und das hat so ein bisschen, das ist ein deutlicher Unterschied. Wir können eben diese Dateien synchronisieren auf verschiedene Clients. Wir haben als besonders gut und einfach zu verwenden, niederschwelligen Client, diesen Web-Client, von dem Sie das Screenshot sehen. Wir unterstützen mit der ersten Version von Infinite Scale bereits kollaborative Office-Tools, also Only Office oder Collabora oder sogar auch Microsoft Office 365, das dann im Backend eben mit einem sicheren Cloud-Speicher arbeitet. Wir haben uns ein neues Konzept für Zusammenarbeit überlegt von Teams. Hier im Beispiel auf dem Screenshot für zum Beispiel einen Physikkurs, sogenannte Spaces, die einfach Datenräume zur Verfügung stellen, sagen wir mal, in denen es mehrere Administratoren für diesen Bereich geben kann, dass man nicht dieses Problem hat, dass wenn jemand, den die Firma oder die Schule verlässt, dass dann plötzlich Daten verschwinden oder in der Luft hängen. Da haben wir uns ein Konzept überlegt, wie man eben verschiedene sogenannte Space Owner haben kann. Das ist eine Neuerung hier in Infinite Scale. Ja, und alles in allem eine eben modernisierte neue Plattform. Warum haben wir eine radikale neue Implementierung gemacht? Wir haben eben einfach viel gelernt in den 10 Jahren, wo wir OwnCloud auf PHP betrieben haben. Es gibt in dem System ein paar architektonische Schwächen, die je nachdem, wie man OwnCloud PHP anwendet, mehr oder weniger auftreten. Da wollten wir einfach neue Konzepte ausprobieren und implementieren und lernen. Wir wollten reduzieren. Es ist einfach und wieder reduzieren. Was uns ganz wichtig ist, ist eine Kollaboration. Da sage ich noch mehr dazu gleich. Es ist nicht sinnvoll zu denken, man könne die ganze Welt selber implementieren. Das haben wir sehr, sehr stark in den Fokus gerückt. Andere Themen wie zum Beispiel Ressourcensparsamkeit. Wir haben alle Ursache, Energie und Strom zu sparen. Auch das lässt sich da unterbringen. Warum, sage ich auch noch. Ja, dann hatten wir einen Entwicklungsgrundsatz, der heißt Infinite Scale is a Design Principle und nicht nur ein Marketing-Spruch. Das ist natürlich für mich als Leiter der Entwicklung ganz wichtig gewesen. Wir wollten überlegen und dahin kommen, ein System zu bauen, das keine prinzipiellen Einschränkungen in der Größe hat. Das hat sich immer wieder gezeigt, dass das mit der bestehenden PHP-basierten Plattformen es einige Bottlenecks gibt, die sehr schwer zu überwinden sind. Auch wieder abhängig von dem Anwendungsbereich, aber grundsätzlich ist es so. Und wir haben eben sehr stark darauf geachtet, können wir ein System bauen, das eben diese Bottlenecks möglichst nicht hat, sondern nur sozusagen theoretische Begrenzungen hat. Das war so unsere Grundüberlegung daran. Es hat sehr viel Spaß gemacht und, glaube ich, auch sehr viele gute Ideen hervorgebracht an der Stelle. Einige Entwicklungsparameter für dieses neue System. Wir haben Golang als Programmiersprache gewählt. Ich möchte dazu sagen, ich gehöre nicht zu den Leuten, die sagen, PHP ist schlecht und man muss unbedingt Golang und so. Das ist, man kann in jeder Programmiersprache gute und schlechte Software schreiben. Das ist nicht der Punkt. Die Frage ist für mich eher, wie ist das Tooling? Wie ist die Modernität der Programmiersprache? Was für eine Community existiert? Für welche Art von Software ist eine Programmiersprache geschaffen? Und da kam Golang eben als sehr guter Kompromiss aus Performance, Community, Anwendungsbereichen und so weiter raus. Wir haben eine Microservices-Architektur mit gRPC-Kommunikation intern, nach außen HTTP, APIs offene, die wir eben auch schon in OwnCloud 10 hatten und die auch andere Systeme anbieten. Über Cloud-Native-Deployment-Modelle habe ich schon gesprochen. Also wir sind sehr gut, haben sehr stark darauf geachtet, eben gut mit heutzutagigen oder aktuellen Deployment-Modellen übereinzustimmen, so dass wir eben sehr gut installierbar sind in geteilten Umgebungen und Docker-Umgebungen, Kubernetes, solchen Sachen. Ja, das ist alles eigentlich
im Wesentlichen so der Entwicklungsrahmen, den wir uns da gegeben haben. Alles in allem ist es ein sehr großer Schritt für OnCloud. Eigentlich kann man sozusagen eine neue Epoche, über die wir uns jetzt sehr freuen. Ganz wichtig, habe ich gesagt, über Kollaborationen. Infinite Scale ist nicht nur im Hause OnCloud entstanden. Wir haben einen sehr starken Entwicklungspartner im CERN in Genf, in dem Kernforschungsinstitut, die mit uns zusammen ein Basissystem gebaut haben mit dem Namen REVA. Da gibt es auch ein europäisches Projekt drumherum, also ein von der Europäischen Kommission gefördertes Projekt, das heißt European Science Mesh, das eben auch auf dieser Plattform REVA aufbaut. Wir haben Kooperationen oder Initiativen mit Copano für ein LibreGraph-API, die wir offen pflegen. Wir haben natürlich unsere eigene Community, haben aber auch sehr viel Hilfe aus der Golang-Community gekriegt. Und wir haben ganz früh schon in der Entwicklungsphase mit Infinite Scale angefangen, eine Early Adopter-Gruppe zu etablieren, die schon ganz früh angefangen hat, uns mit Input zu versorgen, die hauptsächlich aus dem EDO-Bereich, also Universitäten, über ganz Europa verteilt, stammen und die da sehr viel wertvolle Hilfe im Testing und auch Code beigesteuert haben. Ich möchte kurz einige technische Details ansprechen, nur, also jetzt nicht in Tiefe, aber einige Merkmale dieses neuen Systems. Wir haben aufgrund dieser Fragestellung, wie bauen wir ein infinit skalierendes System, uns überlegt, die Datenbank wegzulassen. Denn die Datenbanken haben in den letzten 10 Jahren OnCloud immer wieder Schwierigkeiten gemacht. Nun sollte man denken, Datenbanken sind ein gelöstes Problem, das ist auch richtig. Trotzdem ergeben sich da immer wieder Schwierigkeiten. Und einfach mit dem Blick auf unseren Support und was wir da so erlebt haben, haben wir gedacht, was können wir denn tun ohne Datenbank? Geht auch um Ressourcen. Datenbankserver sind große Server, die brauchen Energie, die kosten Geld, da braucht man jemanden, der sich damit auskennt. Nicht zuletzt entsteht da auch ein Entwicklungsaufwand, wenn man mehrere verschiedene Datenbanken unterstützen möchte. Und das größte Problem ist das sogenannte, oder ich nenne es mal so, Split-Brain-Problem. Und zwar ist in einer klassischen Architektur wie OnCloud 10, gibt es verteilte Informationen zwischen einerseits dem Filesystem, wo OnCloud 10 Dateien speichert, nämlich die Dateien des Users, und dazugehörigen Metadaten. Metadaten entstehen immer, wenn man Daten verarbeitet. Und wenn man annimmt, zum Beispiel eine Datei wird geschrieben, dann muss man sowohl dieses File im Filesystem als auch die Metadaten quasi gleichzeitig aktualisieren. Und das ist schwierig und ist unter Umständen je nach Operation, die passiert und je nach Sharing von Dateien oder der Architektur des Systems, kann das lange dauern und hat Schwierigkeiten. Und deswegen haben wir uns überlegt, können wir das anders machen? Können Dateien und Metadaten zusammengespeichert werden? Und da haben wir eine Lösung gefunden, dass wir eben Metadaten in den sogenannten Extended File Attributes speichern. Viele Filesysteme bieten neben den normalen File Attributen wie Zeiten oder dem Namen auch oder der Größe noch die Möglichkeit, userbezogene File Attribute anzulegen. Und damit haben wir experimentiert und entwickelt. Und jetzt ist es so, dass wir kleine Metadaten in diesen Extended File Attributes speichern, größere, die durchaus auch auftreten können, in Metadatendateien zu den eigentlichen Files. Und das Ganze kann man dann durch Indizierungen schnell und effizient zugreifbar machen. Eine weitere Neuerung sind File Spaces. Wir haben uns eben dem Grundsatz folgend, wie können wir infinit skalieren, also unendlich theoretisch skalieren, sind wir darauf gekommen oder zu dem Schluss gekommen, dass ein einziger Filebaum, der dem User zur Verfügung steht, immer Schwierigkeiten machen wird, weil
es Operationen gibt, die durch diesen gesamten Pfeilbaum getan werden müssen. Und deswegen, selbst wenn man den eigentlich unendlich groß kriegen kann, entstehen da Bottlenecks, die eben nicht parallelisierbar sind, weil man zum Beispiel das sogenannte Propagieren von sowas wie einem Fingerabdruck einer Datei im Tree muss man immer bis ganz nach oben in die Spitze eines Pfeilbaums propagieren, und das ist ein Bottleneck. Deswegen haben wir das Ganze nochmal aufgeteilt und haben im Prinzip einen Filespace erfunden, der einen Dateiteilbaum gekapselt, und im User stehen eine große Menge von diesen Teilbäumen potenziell zur Verfügung. Das hat den Vorteil, dass wir Indizierungen, Propagation von Metadaten und so, können wir jetzt innerhalb dieser Teilbäume durchführen. Und das ist parallelisierbar in einer heutigen Cloud-Infrastruktur, so dass wir damit eben Performance-Vorteile gewinnen können und eben kein prinzipielles Bottleneck mehr eingebaut haben. Dazu gibt es noch mehr zu erzählen, aber das lasse ich weg, weil das wird sehr technisch. Jetzt möchte ich noch kurz auf OwnCloud Web eingehen. Das ist ein völlig neuer Web-Client für OwnCloud. Da sage ich jetzt bewusst für OwnCloud, weil wir den so gebaut haben, dass er sowohl mit der OwnCloud 10-Plattform als auch Infinite Scale kompatibel ist. Also der kann sowohl mit OwnCloud 10 als auch Infinite Scale verwendet werden. Der ist auf neuer Technologie basierend. Wir haben einfach from scratch nochmal basierend auf den APIs der beiden Systeme den designed, neu aufgebaut, ist sehr, sehr strukturiert, sehr clean, hat moderne UI-Elemente eingebaut, heller Dunkelmodus, was heutzutage jede Web-App unbedingt braucht, rechte Maustastenunterstützung, was viele Anwender erwarten, vor allem unerfahrene Anwender und Anwenderinnen erwarten das von Web-Apps oft, auch wenn das uns Nerds manchmal nicht so einleuchtet. Alles solche Sachen, sehr viele Details haben wir da eingebaut und berücksichtigt. Dazu muss man sagen, diese Web-Applikation, OwnCloud Web, ist nicht nur ein File-Explorer für die Files, die in der OwnCloud liegen, sondern es ist eigentlich ein Rahmen für weitere Anwendungen. OwnCloud Web kann man auch verstehen als Plattform, um Web-Applikationen zu schreiben, die gleichzeitig dadurch ein User-Management kriegen, eine Plattform, wo man eben Daten sehr gut ablegen, sharen und so weiter kann. Der File Explorer ist nur die erste App, die wir da eben integriert haben. Da sind weitere Applikationen, die eben in diesem Kosmos von Dateien, Usern, Sharing und so arbeiten können, sehr einfach dann nachzuliefern, was wir jetzt auch tun werden. Denkbar sind Sachen wie Bildergalerien, Lernprogramme, spezialisierte Sachen im Medizinbereich, zum Beispiel Viewer für Röntgenbilder und solche Sachen mehr. Also da ist quasi so ein Ansatz für eine Programmierplattform sogar mit drin. Einige Eckdaten nochmal, alles API-driven, das heißt, zwischen dem Web-Frontend und dem Backend wird über sehr klar definierte Sprachkanäle, nennen wir es mal, gesprochen. Also es ist keine zu tiefe Verknüpfung. Das ist die Voraussetzung, um das zum Beispiel zwischen OwnCloud 10 und Infinite Scale das gleiche System zu verwenden auf beiden Plattformen. Als Technologie verwenden wir Vue.js. Dazu gibt es einen Design-Baukasten. Das ist eben eine Hilfe für Extension-Entwickler, um ein einheitliches Look und Feel innerhalb dieser Web-Applikation zu kriegen. Und ganz wichtig und worauf wir auch sehr stolz sind, wir sind barrierefrei, also nicht Maus-User-Unterstützung für seheingeschränkte Menschen und solche Sachen haben wir da berücksichtigt und sind auch dabei, an einer Zertifizierung zu arbeiten dafür. Das Design-System habe ich erwähnt.
Da gibt es eben zum einfachen Bauen von integrierenden Webanwendungen einfach sowas wie eine Bibliothek, wo in der es Knöpfe gibt, Dinge wie Auswahl, Fenster, Nachfrage, Dialogboxes, solche Sachen. Das ist alles Open Source, also das kann man einerseits natürlich für Infinite-Scale-Erweiterungen verwenden, aber auch für andere Sachen, falls da Interesse bestünde. Dazu muss ich sagen, das Extension-System für OwnCloud Infinite Scale ist noch nicht Teil der momentanen Beta. Da werden wir noch viel besser werden und noch viel mehr machen. Das ist aber jetzt schon hier verfügbar. So, jetzt noch ein kurzer Ausblick auf, wie kann man OwnCloud Infinite Scale ausprobieren, starten. Das ist, wie gesagt, Open Source, steht als Beta zur Verfügung. Wir haben ein sogenanntes Single Binary gebaut. In den bisherigen, also die bisherigen Erfahrungen mit der PHP-Welt haben gezeigt, dass es immer schwierig ist, Dependencies zu verwalten. Wir haben einfach den Administratoren da von Systemen viel zugemutet in der Vergangenheit. Selbst wenn Linux-Distributionen da einen guten Job gemacht haben, PHP zu paketieren, PHP-Module anzubieten, das war immer schwierig, immer aufwendig, die Installationen sicher zu halten, die richtigen Dependencies zur Verfügung zu stellen und so. Da ist es einfach ein bisschen schwierig. Deswegen haben wir uns entschlossen, wir bauen über Go-Technologie ein sogenanntes Single Binary. Dieses eine Binary bringt alles mit, was man braucht, um ein Infinite Scale zu starten. Das kann man herunterladen von dieser angegebenen URL, setzt Ausführungsrechte und startet. Und dann kann man bereits auf den Localhoster zugreifen, wie in dem Beispiel zu sehen ist. Jetzt habe ich aber erzählt, dass wir ja eigentlich Cloud-ready sein wollen und dass das Ganze eben für solche Plattformen auch gedacht ist. Wie passt das zusammen? Braucht man dann eine andere, wieder kompliziertere Ausprägung der Software? Die Antwort ist dann nein. Man kann das auch, das Single Binary, im sogenannten separierten Service-Modus starten. Das heißt, aus jedem, man nimmt immer nur das Single Binary und startet die einzelnen Services von Infinite Scale trotzdem individuell, wie das eben auf solchen skalierenden Cloud-Plattformen nötig ist. Aber diese Art und Weise macht das Ausprobieren auf eigentlich unabhängig davon, welches System man drunter hat, solange es Linux oder Mac ist, sehr einfach, weil es eben im ersten Schritt keine wirklichen Systemabhängigkeiten gibt. Nichtsdestotrotz kann man natürlich Reverse-Proxies verwenden und solche Sachen. Und das muss man auch dazu sagen, speichern tut dann auch dieses System in das lokale Filesystem. Also da um das Filesystem muss sich gekümmert werden. Mehr Informationen dazu. Wir haben Dokumentation online geschaltet. Jetzt in der Beta Admin-Dokumentation. Es gibt hier eine ganze Menge Developer-Dokumentation unter OwnCloud Dev. Unsere GitHub-Organisation hat eben, ach, da ist ein Fehler in der Folie, bitte ich um Entschuldigung. Das muss natürlich github.com/owncloud/OCIS heißen. Wir haben keinen eigenen GitHub-Server. Hier nochmal die Download-URL. Und ja, ansonsten würde ich mich freuen, wenn das hier jetzt motiviert hätte, dass jemand sich das System mal anschaut. Wir arbeiten sehr konzentriert dran, jetzt im Laufe des Sommers ein sogenanntes GA-Release, also Global Availability, zu schaffen, das dann eben auch von uns supported werden kann und supported wird. Und vielleicht konnte dieser Talk ein bisschen Interesse dafür erzeugen. Und damit bin ich eigentlich schon fertig.
bedanke mich herzlich, dass ich die Möglichkeit hatte, hier das vorzustellen. Vielen Dank.